Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragon Age Origins. Wir stehen hier in Ostagar während der Schlacht, trinken gemütlich eine Tasse Tee und wollen nun den Turm von Ishaal betreten, um diesen von der dunklen Brut zu säubern, die aus welch Wunder, dass die aus diesen tiefer gelegenen, unerkundeten Gängen da gekommen ist. Das hätte ja niemand erwarten können. Wir stehen hier übrigens mit der Turmwache und dem Magier des Zirkels, die wir unterwegs getroffen haben. Ich habe ganz kurz nochmal die Taktiken angeschaut und ein bisschen angepasst. Ich hoffe, das dürfte jetzt etwas besser funktionieren. Wir haben Alistair in der letzten Folge noch eine schwere Rüstung verpasst und betreten nun den Turm von Ishaal und hoffen, dass wir nicht ständig sterben, so wie sonst. Ich bin sehr gespannt und dann holen wir demnächst einmal den Taryn Logan und seine Männer zu uns und hoffen, dass sie uns entsprechend erfolgreich unterstützen. Was haben wir denn hier Schönes? Nichts Interessantes. Wunderbar. Dann gehen wir da mal rein. Was haben wir hier? Hörlock sehe ich da hinten. Und so weiter und so fort. Uiuiui. Wollt ihr euch einfach mal, keine Ahnung, hier hinbegeben? Verstanden. Und was ist das? Da einfach mal angreifen. Magier, Bogenschütze, die haben ja eine gute Reichweite. Das heißt, die können da einfach irgendwo mal stehen bleiben. Oha, du machst mal bitte den Modus aktiv. Ich bin dran. Weil ja viele Bogenschützen sind. Und dann greifen alle den an. Mann. Die kriegen aber mal wieder ordentlich eins auf den Kopf. Betäuben, umhauen, außer Gefecht setzen. Jetzt auf den hier. Ihr seid ja noch einigermaßen in Sicherheit da vorne. Einigermaßen ist aber auch wirklich gut. Verdammt. Ihr müsst euch heilen. Die braucht einmal einen schwachen Wundumschlag hier unten. Ich hoffe, ein schwacher reicht da überhaupt. Pfeift dir einen rein und du musst auch einen nehmen. Weil unser Magier, den wir getroffen haben, der ist zu nichts zu gebrauchen. Der kann nur Fallen auslösen. Wer lacht denn da so grässlich? Der ist aber nicht... Da ist ein Magier. Verdammt. Kein Wunder, dass wir da so viel Schaden drauf kriegen. Ihr müsst euch um den Magier kümmern. Lasst die da hinten mal in Ruhe. Und haut den bitte weg. So schnell wie möglich. Hier, da Arcana Bolzen. Wird sicher irgendwas bringen. Alistair. Ich erwarte eure Befehle. Betäuben. Gut, und angreifen, weghauen. Gut. Dann auf den Bogenschützen. Ist der Genlock-Gesandte lebt noch. Lärm kannst du nicht, hast du schon gemacht, ne? Und die brennen da alle. Das ist schlimm. Boah, ist es schwierig. Braucht ihr Hilfe? Schildschlag. Alistair. Komm. Hier. Da. Drauf. Töte ihn. Mach ihn fertig. Wir müssen einen Ausfall machen. Sonst kriegen wir uns so schnell weg hier. Der ist tot. Du nimmst dir einen schwachen Wundumschlag und du am besten auch gleich. Und ich glaube, ja, solange du noch lebst, solange unsere Gruppe noch am Leben sein tut, ja, schwacher Wundumschlag und du, warum stehst denn du da vorne? Kannst du mir das mal sagen? Kannst du den vielleicht irgendwie weghauen?
Jetzt auf den Hörlock. Lass mal den Magier, wenn man ganz kurz Magier sein. Das war, glaube ich, keine so gute Idee. Und er ist unser einziger Überlebender. Lähme den, das ist... Wo kommt der denn her? Das wäre, glaube ich... Boah. Mit einem Magier als letzter Überlebender. Wunderbar, ich sag's ja. Irgendwie, Es kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass wir so oft umkippen. Wir müssen die irgendwie zu uns ranlocken. Hi! Na, ihr? Ihr, alle nach da hinten. Positionen halten. Stopp. Alistair, stell ich mal dahin mit Schilddeckung. Und kannst du nicht zwei gleichzeitig aktiviert haben? Die Turmwache stellt sich daneben. Und wir hoffen einfach mal, dass die auf uns... Nein, dass die kommen. Ab wo kannst du denn angreifen? Von hier? Und ab hier mit dem Arkanenbolzen. Dann mach das mal bitte. Dann probieren wir die einfach mal einen nach dem anderen so auseinanderzunehmen. Blockiert, blockiert, blockiert. Es ist die Wand, die da im Weg ist, oder wie? Mit dem Arkanenbolzen kommen wir auf jeden Fall durch. Und der hat zum Glück eine recht kleine Abklingzeit, aber... Der Magier ist halt nicht der beste Tank, den es gibt. Und hier drauf. Alles blockiert. Oh, 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 oh. Ja, es kommt der angerannt. Du greifst ihn von alleine an. Mach mal den. Durch die Wand durch. Warum auch nicht? Na, es geht wieder auf den Magier. Sehr schön. So. Greif den an. Hau ihn weg. Das schnelle Zielen, da schießt er die ganze Zeit daneben. Ein schneller Schuss. Das ist der Bogenschütze auf Schnelligkeit statt Durchschlagskraft. Höhere Frequenz. Keine Möglichkeit, normale kritische Treffer zu erzielen. Schussgeschwindigkeit noch weiter. Mach das mal weg. Triff den mal bitte wenigstens. Das wäre nämlich schon mal ein Anfang. Ich hoffe, der Magier regeneriert auch ein bisschen Leben inzwischen. Und wir nehmen die jetzt einfach einen nach dem anderen auseinander. Und rennen dann nicht direkt rein. Sonst funktioniert das nämlich gleich gar nicht. Jetzt kann ich auch speichern. Und anscheinend haben wir den Kampf unterbrochen. Und unser Magier heilt. Gut, 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 gut. Dann warten wir mal ganz kurz. Und schauen, wen wir uns als nächstes holen. Den da hinten vielleicht. Das müsste ja der Magier machen, weil der die bessere Reichweite hat. Können wir mit dem eigentlich reden? Was machen wir jetzt? Anscheinend nicht. Du, speichere nochmal ganz kurz. Du greifst den mal an. Und triffst ihn, sehr gut. Ja, bleibt schön stehen, ne? Wunderbar. Greifst du den noch weiter an? Das wäre vortrefflich. Jetzt kann er auf einmal beide Modi aktivieren, oder wie? Das ist ja, ja. Renn doch nicht so weit nach raus. Renn doch nicht so weit raus, Junge. Was macht er denn? Mach's doch wie der Kevin. Der steht auch ganz gemütlich hier hinten und haut die weg. Oder versucht sie wenigstens wegzuhauen. Ja, greif an. Greif an. Nicht blöd rumstehen. Schießt er auf das Fass? Dann auf den? Kannst du den wenigstens treffen oder schießt du Alistair jetzt ab? So, jetzt auf den.
Na, da kommt wenigstens durch. So, halbwegs. Und ab wo kannst du den angreifen? Von hier hinten. Dann mach das mal bitte. Greif doch weiter an! Was ist denn daran so schwierig? Ja! Verhöhne ihn! Das wird ihm sicher gefallen. So, dann müsste der Hörlock auch Geschichte sein. Ich wusste, wir können nicht verlieren. Sehr gut. Speichern, regenerieren und abwarten und Tee trinken. Super Tasse Tee trinken. Und das ist erst der erste Kampf hier im Turm von Ishal, erster Stock. Das heißt, wir können uns auf viele, viele Folgen spannende und lustige Kämpfe gefasst machen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, wo ist der Nächste, der hier mal kräftig aufs Maul will? Der Genlock-Gesandte zum Beispiel. Wir hatten jetzt gerade den bemerkt. Wer will hier angreifen? Hm? Genlock-Gesandte, Hörlock, die sind alle tot da hinten. Das müsste der sein. Das heißt, kommt da mal... Positionen erhalten, machen wir mal weg. Ich möchte, dass ihr alle in die Falle reinrennt. Dass ihr alle den Genlock-Gesandten angreift, weil jetzt scheinen ja nicht mehr allzu viele da zu sein. Ich bin dran. Du hast das Schicksal herausgefordert. Das spawnten Hörlock zum Beispiel. Kann Alistair den da hinten bitte weghauen? Nicht der Magier, ich will die Turmwache. Kannst du dich um den Hörlock kümmern? Du bist irgendwo reingefallen und zu blöd zum selber eingreifen und du bist... Schmiere, Abzug auf Bewegungsgeschwindigkeit. Du bist total langsam. Da angreifen. Warum steht der hier vorne? Der konnte die Hörlocks hier hinten von da abschießen. Und jetzt steht er hier mit einem Pfeil im Hals. Das ist... Gott, ey. Kommst du da zu dem hin? Nein. Steht hinter dir jemand? Nein. Greif den weiter an. Alistair will den weghauen. Betäuben. Gut, dann mach das mal. Die Turmwache hat sich um den gekümmert. Und Kevin Jeremy Pascal steht auch irgendwo und schießt seine Pfeile fleißig ab. Sagt jedenfalls das hier. Und das war jetzt hoffentlich der letzte Hörlock. Eieieiei. Man kann es aber auch schwierig und kompliziert machen. Schwacher Wundumschlag. Ja, die haben wir jetzt zum Glück nicht gebraucht. Nachdem wir den Kampf in drei Teile geteilt haben. Und uns viel, 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 viel Zeit gelassen haben. So kann man es nämlich natürlich auch machen. Muss man aber nicht. Ich freue mich schon auf die ganzen Kämpfe später. Normaler Wundumschlag. Flussspat. Was hat der? Schwacher Wundumschlag. Ja, die werden wir auf jeden Fall gebrauchen, so wie es aussieht. Da kommt doch mal mit. Hier, den kannst du erstmal deaktivieren. Hm, links oder rechts? Egal, Hauptsache Vollgas. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 stellt euch nicht da hinten hin. Wenn ich die Kamera hier mit der rechten Maustaste bewege, dann macht er manchmal so einen Bewegungsbefehl. Das ist total ätzend. Ich will, dass ihr euch... Ich will, dass ihr einfach hier stehen bleibt. Und jetzt hier auf den Hörlock geht. Ich bin dran. Betäuben. Und Alistair steht jetzt mal richtig im Gemenge.
Wo ist der zum Beispiel? Greif doch an! Bleib doch nicht da hinten so blöd stehen! Hier, mach mal da einen festhaltenden Schuss. Ich erwarte eure Befehle. Oh, dann ist auch einfach da. Deine Fähigkeit einsetzen und nicht die ganze Zeit gegen den drauflaufen. Hier, du musst... Du musst ja erst Anlauf holen, oder was? Du musst die angreifen. Hier. Schlag einfach auf irgendjemanden drauf. Verstehen. Auf den du draufhauen kannst, wenn du gerade schon mal da stehst. Ihr beide. Stellt euch mal bitte nach da hinten. Und du kümmerst dich um den da. Ich sehe schon, es wird auch wieder nix. Die Turmwache ist tot, Alistair ist gleich hinüber. Warum hat er jetzt die Waffen schon wieder gewechselt? Ich weiß, du bist eigentlich ein Bogenschütze, aber hallo, hier sind 1000 Leute im Nahkampf. Magier. Ja, wisst ihr was? Mach mal so. Jetzt stell dich rechte Maustaste. Du sollst dich hier hinten hinstellen. Da. Warum kannst du nicht dahin laufen? Hier, stell dich dahin und greif irgendjemand an, der schwach ist. Dieser Hörlock zum Beispiel. Mach den mal weg. Es wird doch nicht so schwierig sein. Hier, du machst den. Willst du den mal zuerst angreifen? Kann sich auch nicht heilen im Moment. Der Genlock kommt auf den, oder? Ja. Das heißt, du musst dich heilen. Warum ist es nicht hier in der Taskleiste? Weil ich da laden musste wahrscheinlich. Du kannst auch mal kurz. Und jetzt auf den wieder. Der wird sich schon selber um den kümmern können, hoffe ich. Für ihn. Greifst du gerade den Hörlock an, während du gerade von dem Genlock kaputtgehauen wirst? Es ist manchmal... Man fragt sich schon, warum die sterben immer, aber dann erfährt man die Antwort sofort. Heil dich. Und hilf dem Magier, solange der Genlock betäubt ist. Was super funktioniert hat. Heilen kann er sich auch nicht. Das ist... Warum geht das nicht? Das kann doch nicht sein. Das ist immer noch der Level-Up, den wir sparen wollen, weil wir keine Skills zum Leveln haben. Langschwert, Graueisen, das ist scheiße, das Schwert. Alistair. Hier. Muss vorangehen. Wären die einfach hier stehen geblieben, so stehen bleiben, ja? Und Alistair, du machst die Tür auf. Verstanden. Ihr bleibt da hinten stehen. Und unsere beiden Nahkämpfer, die gehen hier in den Durchgang. Genau so, und die lassen keinen durch. Der Magier zaubert fleißig auf den drauf. Es kommt einer von da hinten. Das heißt, du greifst den auch an, kannst du aber den vielleicht so platzieren, dass du Kevin nicht triffst. Da hätte er jetzt natürlich auch ganz kurz warten können. Ja, du musst dich da wehren. Sofern es geht. Wie viele kommen denn jetzt von da? Das kann doch nicht wahr sein. Alistair. Hilfe. Wie ihr... Wollt.
Wechselt Waffensets. Willst du jetzt ernsthaft auf den Bogen wechseln? Kannst du bitte... Den da? Muss man ganz kurz schauen. Was hat er denn da bei Taktiken? Hat er hier irgendwo, du sollst mit Fernwaffen angreifen, außer hier verhalten Fernwaffe, okay, aber da steht nirgends, wenn Nahkampf, dann Bogen ausrüsten. Damit man schneller in den Ladebildschirm kommt. Nein, da steht er nicht. Wird erledigt. Ja. Greif mal einen an, der nicht direkt vor dir steht. Allison. Hier. Jetzt kannst du meinetwegen auch wieder, wenn es unbedingt sein muss, den Bogen ausrüsten. Was bringt das eigentlich nochmal? Festgehalten. Außer Gefecht setzen. Bewegungsgeschwindigkeit verringern. Ja, das ist ja schon mal was. Zählt es auch für die Angriffsgeschwindigkeit? Wahrscheinlich nicht. Ich erwarte eure Befehle. So. Der ist erstmal außer Gefecht. Und auf den... Anscheinend brauchen wir echt für jeden Kampf mindestens 2 Versuche. Hoffentlich bleibt es nicht so. Erfolg freigeschaltet. Grauer Wächter. Ja, ich freue mich. Wäre ich doch nur immer ein grauer Wächter geblieben. Schwacher Wundumschlag. Fluss spart. Es ist ja. Ziemlich anstrengend, das Ganze. Eine Kiste, wo ich wieder den Charakter wechseln muss, damit ich mit dem Bogenschützen vorlatschen muss. Das ist ein Traum. Hölzerne Truhe. Wird erledigt. Silberarmband. Geschenk, ein schweres Silberarmband mit zwergischen Runen. Geschenke können einem Händler verkauft oder bestimmten Gruppenmitgliedern überlassen werden, um deren Vertrauen zu stärken. Aha. Keine Ahnung, wem ich das geben soll. Vielleicht dem Zwerg. 27 Kupfer. Das ändert jetzt natürlich die ganze Situation. Wollt ihr noch irgendwie regenerieren, irgendwelche Modi aktivieren, bevor es in den nächsten Kampf geht? Wahrscheinlich nicht. Trotzdem darf Alistair vorgehen. Damit er wie als Erster draufgehen kann. Oh. Ach, die haben wir weggehauen. Okay, gut. Wir haben hier 2 Fernkämpfer. Und ein Gegner kommt direkt auf uns zu. Ihr steht 5 Meter von dem entfernt. Die Nahkämpfer bleiben hier stehen, das ist gut. Aber ihr beide... Ihr könntet ruhig den Typen schon mal angreifen und 1-2 Pfeile oder Bolzen oder was auch immer auf den drauf feuern. Dann wäre der jetzt schon auf der Hälfte seines Lebens. Aber nein, ihr bleibt einfach da vorne in der Front stehen. Ihr seid mir echt eine Heldentruppe. So. Hier müssen wir angreifen, weil da Bogenschützen sind. Die kommen sonst nicht. Das ist ein normaler Genlock, der ist egal. Und auf den. Sind jetzt zum Glück nicht so viele Gegner. Da ist es auch nicht schwierig, das zu überleben. Mann. So ein tolles Spiel, das macht total viel Spaß. Das Kampfsystem ist Weltklasse. Wäre doch nur jedes Spiel so einfach wie Dragon Age. Ich glaube, ich gebe Alistair demnächst mal irgendwie Schlösserkunde. Ach nee, das kann er ja nicht, ist ein Krieger. Was hast denn du für eine Rüstung? 3 Geschicklichkeit, ich glaube... Langschwert, Graueisen. Nee. Helm hast du? Lederhelm. Blablabla. Nee. Da hast du schon was ganz Gutes. Ich könnte natürlich hier die Turmwache und den Magier und so ausrüsten. Wir haben ja ein paar Sachen noch dabei. Aber wie gesagt, die
verlassen und ich spätestens, nachdem wir aus dem Turm draußen sind oder das Lagerfeuer entzündet haben, denke ich mal. Von dem her lohnt sich das meiner Meinung nach nicht. Es sei denn, der Turm hat jetzt 20 Stockwerke und wir müssen noch jedes einzelne Atem durchgehen. Herr Bauers, was tun die hier? Dunkle Brut weit vor dem Rest der Horde? Es sollte hier keinerlei Widerstand geben. Sollte? Habt ihr euch nicht darüber beschwert, dass ihr nicht kämpfen dürft? Es bringt nichts darüber zu wehklagen. Wir müssen jetzt kämpfen. Ihr könntet ihnen sagen, dass sie am falschen Ort sind. Genau. Es handelt sich offensichtlich um ein Missverständnis. Später werden wir darüber lachen. Natürlich. Jedenfalls müssen wir uns beeilen. Wir müssen auf die Turmspitze und das Signalfeuer rechtzeitig entzünden. Taryn Loghain wartet auf das Signal. Das kann sich ja noch dauern. Das kann auch dauern. Ich will mal ganz kurz schauen. Wie viel Erfahrung brauchst du noch? 1000. Ja, das dauert noch ein bisschen. Was haben... Haben die hier schon welche abgeschlachtet? Vor allem, wer hat die abgeschlachtet oder wer wurde abgeschlachtet? Nicht, dass die jetzt gleich hier wieder zu 20 Stück auf uns draufkommen. Wie ihr meint. Pfeil des Drecks. Naturschaden. Schwere Kettenrüstungshandschuhe. Ey, Alistair. Alter Kumpel. Noch? Ich habe ein schönes Kleidungsstück für dich gefunden. Ich weiß nicht, ist eine Stufe 1. Hat zwar mehr Rüstung, aber auch nicht allzu viel. Erschöpfung ist dafür mehr, aber kommt egal, hier. Rüsten wir alles aus. Hier ist noch eine Holzküste, die müssen wir wahrscheinlich auch noch knacken. Ein tiefen Pilz, das hat sich ja super gelohnt. Mensch, ich freue mich, wir werden hier noch reich. Wenn wir da ein bisschen was erkunden. Apropos. Ihr gönnt einem auch niemals Ruhe, oder? Ja, das stimmt. Balliste benutzen? Hoffentlich bleiben die da noch stehen, dann kann man die vielleicht weghauen. Ich habe alle ausgewählt, ich habe den Genlock angegriffen. Mit dem Rechtsklick. Warum bleiben die da einfach stehen? Das ist mir echt manchmal ein Rätsel. So muss das schon eher laufen in der Geschwindigkeit, die Kämpfe zu gewinnen. Mann. Nimm doch ein paar Waffen und Rüstungen von hier mit. Nein, ich pflück mir lieber einen Pilz aus einer Kiste. Das müsst ihr mir nicht zweimal sagen. Mach ich aber gerne, wenn du es nicht verstehst. Das sind die Ballisten, ein abgelegtes Buch. Die Geschichte der Kirche, Kapitel 1. Da fällt mir ein, wir müssen demnächst auch mal wieder eine Lesestunde machen. Hat man wenigstens etwas Ruhe. Es ist doch echt... Ein Krampf manchmal. Vor allem jede zweite Kiste ist abgeschlossen. Was ist denn? Ah, Mensch, Alistair, genau diese Emotions- und Motivationslage habe ich auch. Irgendwie entgeht mir der Sinn dieser Ballisten gerade. Stopp, Position halten. Du stellst dich zu der Balliste. Verständlich. Und benutzen. Sehr gut, dann will ich die wenigstens auf Abstand halten. Schießt nach da hinten, trifft den Hörlock wenigstens. Der ist noch ein bisschen zu weit weg. So, und Alistair auch nochmal. Nein, nicht da hinten hinlaufen, bist du verrückt. Ja. So, da müsste direkt davor stehen, glaube ich. Oh. Angreifen. Kannst du... Ja,
doch, hat ihn getroffen zumindest. Auf den Genlock bitte weiter. Hier. Was ist mit dem denn da? So, ich glaube, wir müssen vorrücken, weil die machen keine Anstalten, hierher zu kommen. Angreifen. Na, greift er lieber mal den an. Oha, oha, oha. Ach, du hast ja hier Schilddeckung für die Pfeile und so aktiviert. Gut. Ihr greift den an, Alistair. Du gehst auf den. Los geht's. Jetzt stirb endlich. Der ist dann ja recht schnell weg. Und hier schön mit den Skills immer drauf kauen. Und die elenden Genlocks weggenockt. Ich bin dran. Sehr gut. Und wieder auf den. Boah, Jungs. Mensch, warum bemerkt ihr das sowas nicht? Wechsel doch die Waffe kurz. Mann. Wo ist denn die Turmwache? Die ist da hinten. Boah, wir brauchen echt mehr Taktikfelder, die KI. Die KI braucht man ja, weil die Geschwindigkeit vom Kampf so hoch ist. Ist ja nicht wie ein Drakensang zum Beispiel, dass man da gemütlich jeden Befehl einzeln eingeben kann und so. Tu dies, tu das. Aber dann ist die so schlecht ohne die Taktiken. Und die Taktikfelder, die sind so gering, also von der Anzahl her sind so wenige. Oh, es ist los geht's. Am Anfang, glaube ich, echt ein Krampf hier zu kämpfen. Positionen halten. Du wechselst dann noch bitte mal auf den Bogen und greifst an. Ich erwarte eure Befehle. Wer ist da durchgekommen? Ein Genlock. Das sind aber nur Bogenschützen, so wie es aussieht. Pam. Weg mit dem hier. Oh Mann, komm schon. So. Und auf den. Der ist auch mal wieder halb tot. Was machst du? Du stehst einfach blöd rum. Ja, das kannst du ja wahrscheinlich am besten. So, angreifen. Was ist denn hier sonst noch so im Raum los? Auch einfach da nur noch so ein Genlock? Ja, das ist ja dann nichts Wildes. Die Turmwache ist natürlich weg. Und sein Bewusstsein auch. Und sein Leben natürlich ebenfalls. Das darf man ja nicht vernachlässigen. Kampfrausch. So, so, hier, Schildrausch gibt's auch. Gratis Freihaus sogar. Mach doch deine ganzen Skills, du hast doch genug Mana. Jetzt hat der hier wieder eine 50er-Wunde. So dass der nächste Kampf auch wieder nicht machbar wird. Säurebeschichtung. Ich glaube, ich sollte so Zeug echt benutzen. Selbstverständlich. Es macht echt Spaß, so super voranzukommen. Aber wie gesagt, doch, man kann schon einen kleinen Fortschritt erkennen. Wir schlagen uns schon langsam etwas besser, beziehungsweise werden weniger geschlagen. Aber das ändert trotzdem nichts daran, dass die Folge nur zu Ende ist. Und in der nächsten gehen wir hier in den dritten Stock. Und entzünden dann hoffentlich endlich das Leuchtfeuer. Ich bin froh, wenn die Schlacht vorüber ist. Und wir vielleicht endlich mal ein paar gescheite Mitkämpfer kriegen. Und die auch ein bisschen leveln können und so weiter. Das wäre wunderbar. Ein Traum sogar.
aber dieser Traum, diese Verwirklichung des Traumes liegt leider, leider noch in weiter, weiter Ferne. Wir speichern noch einmal ganz kurz und wünschen uns allen gemeinsam eine herrliche gute Nacht und ein wunderbares Mittag, Abend und Frühstückessen. In diesem Sinne, gute Nacht und es war Schönes. Bis dann.